Zimmerduell Nummer 4, heute mit Maximilian Philipp und Yannick Gerhardt. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Wir steigen direkt ein. Schön, wer von hier euch? Zu sein, wollte ich noch sagen. Ja? Sehr schön. Milli? Klar. Dann jetzt Frage 1. Wer von euch muss denn öfter in die Mannschaftskasse einzahlen? Hast du schon mal so um? Erster Punkt. Guter Start. Milli. Darf ich was dazu sagen? Nee, ist egal. Doch, bitte. Ich bitte darum. Wir haben uns eben Gedanken gemacht, was so für Fragen kommen. Die sind wir schon durchgegangen. Ja. Die war dabei, ja? Die war dabei. Und eigentlich zahlen wir beide wenig ein. Ja, aber ich hatte einmal einen Blackout, deswegen. Ja. Ihr nehmt es also richtig ernst und habt euch darauf vorbereitet. Wir haben uns auch vorbereitet, klar. Ich bin gespannt. Ja. Ihr wisst, was der Highscore ist, den ihr überbieten müsst? 12 oder 13. 13. Ja. Also ihr dürft euch von 15. Ihr dürft euch nur einen Fehler erlauben, um alleiniger Meister zu werden. Zweite Frage. Wer hat denn den schlechteren Musikgeschmack? Hast du was rum? Ja. Zweiter Punkt. Stark, Mili, du bist ehrlich zu dir. Ja, wir haben eigentlich denselben. Ja, ich weiß, also, aber ich hab's nur noch. Ja, du hast recht. Ja. Aber ich dachte mir, weil ich auch DJ bin, weißt du. Ja, deswegen habe ich an dich gedacht. Ja, das ist stark. Wir verstehen uns. Dritte Frage. Wer ist von euch der größere Romantiker? Boah. Schwierige Frage, ne? Weil man ist ja meistens nicht dabei. Kein Punkt. Ach, schade, Milli, danke. Das ist mir... Ja, nee. Spricht für uns beide aber auch. Schon, bist ja. Du auch ein kleiner Romantiker? Ich? Schon absolut gehört. Gar nicht. Nicht? Absolut gar nicht. Ja, bei mir kommt auch zu wenig. Wieso denkst du, dass Milli ein Romantiker ist? Ja, einfach so. Ist ein netter Kerl. Also ich kann nur Positives sagen. Für mich. An mich denkt er auch oft, wenn es um Süßigkeiten geht oder so. Um andere Dinge. Ja. Ist ein netter Kerl. Danke. Okay, das war der eine Fehler, den ihr euch erlauben durftet. Ja, das war auch eine schwierige Frage. Jetzt ehrlich antworten. Wer verliert denn häufiger bei Wizard? Kein Punkt. Milli. Was? Ach so, ich habe falsch verstanden, sorry. Können wir die nochmal wiederholen? Ich wusste, dass ich verliere. Das war falsch von mir ausgewählt. Jetzt ist doch passiert. Ich meinte das Gleiche. Was war denn das? Ja, es war ein Blackout. Aber, was ich sagen will, ich habe heute und gestern alles verloren. Deswegen, ich würde niemals sagen, dass ich mehr gewinne. Okay. Kriegen wir doch den Punkt, okay? So, aus Versehen. Technisch, aber da hast du eine Ersatzfrage? Ich denke mir noch eine Ersatzfrage aus zum Schluss, okay? Milli, sorry. Wenn es zum Schluss noch also die Frage, ne? Ja, das war peinlich. Aber ich wollte ja Milli sagen. Okay. Ich hatte einen Blackout. Okay, wir schauen am Ende, wie es steht. Okay. Wen von euch würden wir eher in einem Reality-TV-Format sehen? Hast du was um? Ja. Kein Punkt. Milli, du bist die ruhigste Person der Welt. Wer will dich im Reality-TV sehen? Du bist auch nicht besser. Ja, ich bin auch nicht besser, aber wer eher? Wir haben uns, glaube ich, ein Eigentor geschossen mit den Halben. Da wären viele Halbe drin gewesen. Okay, dabei sein ist alles, ne? Ja, wir greifen noch an. Dabei ist alles. Wir ziehen gleich. Milli, jetzt mal ehrlich. Siehst du dich eher in einer... Nein, aber dich sehe ich da auch auf gar keinen Fall. Ja, aber wenn du dich entscheiden müsstest. Ja, ich sehe uns beide da nicht. Dann würde ich normal Halbe machen. Ja. Wir nehmen die jetzt mit rein, Milli. Ja, jetzt doch? Okay. Wir mit rein jetzt. Ich glaube dir alles hier nicht. Nächste Frage. Wer von euch ist verständnisvoller? Boah, ist auch unfair. Hier sitzen die gleichen Charaktere. Ja. Der eine ist ein bisschen lauter. Aber auch nur ein bisschen. Ich darf nicht sagen, oder? Wir haben doch gerade noch was eingeführt. Ja, das ist ein Punkt. Ja, trau dich, Milli. Ich war mir nicht ganz sicher, ob du mich oder Heide machst. Ich weiß, jetzt übertreib mich, du bist jetzt ja auch nicht Mutter Therese. Schon fast.
Nächste Frage, ein bisschen ähnlich. Wer kann denn schlechter Nein sagen? Uff. Nächster Punkt. Stark. Ja, Yannick. Wir haben uns gefunden jetzt. Ja, jetzt sind wir da. Wer von euch verbringt mehr Zeit im Kraftraum? Punkt, sehr gut. Ehrlich sein, Mini, sehr gut. Ja. Wer ist wehleidiger? Ja, eigentlich beide halt nicht, ne? Na dann? Keine Ahnung. Punkt. Gut, Yannick. Stark. Gut, dass wir es eingeführt haben. Wer liest mehr von euch? Da ist der nächste Punkt. Milli, wie lange brauchst du denn immer? Ich habe dich noch nie mit einem Buch gesehen. Ja, ich habe aber zu Hause lese ich Bücher, aber nicht. Oder im Urlaub, aber nicht. Okay, dann Glück gehabt. Wer ist weiß der ich auch nicht, ob du das jetzt nur für die Kamera sagst. Nee, wirklich. Okay. Was lest ihr denn? Ich lese gerne Biografien von Sportlern. Zum Beispiel? Patrick Mahomes habe ich letztens gelesen. Zlatan habe ich schon stark gelesen. Jürgen also Klopp, ich lese gerade. Ich jetzt an. Ein Buch über die Bildungssituation in Deutschland, wie man die Schulen verbessern könnte, den Unterricht von Aladdin El-Mafaini. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie das Buch heißt, irgendwas mit Bildung. Bildungsparadox? Abchecken. Okay. Was denn nochmal? Wie sagt man nochmal? Swipe up. Das gibt's bei YouTube nicht. Link in den Kommentaren. Auch nicht? Doch, halb, das kriegen wir hin, wenn du uns den Link schickst. Oder wir blenden den hier kurz ein. Geht auch. Schafft ihr das? Hast du das Buch geschrieben, dass du da so Werbung Nein. für hast? Ich wollte das immer schon mal sagen im Video. Okay. Wer von euch ist der bessere Autofahrer? Du denkst immer richtig intensiv nach. Ich weiß nicht, wie schnell er antwortet. Yannick antwortet intuitiv. Punkt. Ja, Yannick. Ich habe zwar gedacht, du musst besser Auto fahren können mit dem Auto, was du hast, aber ich kann es auch ganz gut. Bin ich schon mal bei dir mitgefahren? Nee, oder? Nee. Wir machen halt auch privat gar nichts zusammen, deswegen passt das hier gar nicht. Spaß. Okay, jetzt denkt dran, ihr seid ein Team. Wer ist denn der König des Linienspiels, wenn ihr ehrlich seid? Von uns beiden? Ja. Punkt. Schnell geantwortet. Gut, ich bin heute auch offiziell zurückgetreten. Wer würde eher den Geburtstag des anderen vergessen? Kein Punkt. Nein, hast du halb? Ja. Ja. Wir wissen doch beide, wann wir Geburtstag haben. Ja, aber ich ja eben nicht. Genau. Ich habe doch Januar am Anfang gesagt und du hast ja im März. Ja, ja. Das dachte, du hättest dich noch daran erinnert. Aber ich dachte, du musst das wissen, weil wir... Ich weiß, aber ich weiß. Ich bin ganz schlecht. Anfang März hast du, oder? Ja, welchen? Vierter. Fünf. Ach. Wie vierter? Kann ich nochmal ändern? Fünfter. Auch nicht. Anfang. Mehr Anfang geht nicht. Erster. Ja. Ja, und ich? 13. Deswegen habe ich ja so geantwortet, wie ich geantwortet habe. Schade. Wir haben erst drüber gesprochen. Ja, und da wusste ich es nicht. Egal. Wer hat den härteren Schuss? Da ist der nächste Punkt. Boah, Mili, wie kann man denn jetzt auf einmal so schnell antworten? Da bin ich selbstbewusst. Du hast zwar eine Rakete, aber... Danke. Müsst ihr im Kopf behalten. Und die letzte Frage. Wer von euch guckt denn mehr Wölfe TV? Punkt. Beide gleich viel oder gleich wenig? Gleich viel. Gleich viel, gleich viel klar. Wir schicken uns auch immer, wenn es neue Videos gibt. Genau. Was ist euer Lieblings?
Eure Lieblingskategorie? Zimmerduell natürlich. Zimmerduell, klar. Kennt man. Zimmerduell. Fragen und Antworten auch. Immer gut. Fragen und Antworten. Ja. Die neue Wölfe TV Kategorie mit Yannick Erhardt. Fragen und Antworten. Fragen und Antworten. Milli, fällt dir noch eins ein? Ist ja auch gerade ganz neu für uns, weil vor den Kameras. Ja, so ein bisschen Lampenfieber. Eine Kategorie. Ja, es gibt ja viele witzige. Wer hat... ich weiß nicht, wie ihr das nennt, wenn ihr die Fragerunden habt, wo jeder Spieler befragt wird am Anfang der Saison. Das ist ganz gut. Team Challenge, genau. Team Check. Team Check. Ja. Man merkt, ihr guckt sehr viel Wölfe TV. Natürlich die Weekly Wolves. Ne? Ja. Jetzt kommt jetzt langsam. Genau. Milli, du noch ein. Wie, was ich? Wolfsspuren ist nicht Wölfespuren, ist aber nicht. Das ist eine andere Sparte, ne? Ja, das ist geschrieben. Das ist die Konkurrenz, ne? Ja, es ist. Mini, hast du noch was? Was denn? Warum guckst du mich denn jetzt an? Ich bin schockiert, ne? Alles, was du sagst, ist einfach fail. Also, ich glaube, ihr habt 11 Punkte. 12. Nee. Na klar. Mit dem einen schon dazugerechnet. Ja, ich sage, wenn wir noch eine Bonusfrage, könntet ihr noch auf 12 kommen. Okay. Ja, okay. Wer verbringt mehr Zeit am Handy? Punkt. Das war auch Teil unserer Vorbereitung. Okay, also 12. Ja, das reicht aber nicht für ganz oben, ne? Nee. Omar und Jenan hatten 13, die anderen beiden Gruppen auch 12. Achso, okay. Das heißt, eigentlich kennen sich alle im Team sehr, sehr gut. Ja. Ja, wir kennen uns ja eigentlich auch gut, aber... Ja, ja, war taktisch nicht clever von mir. Sonst wären wir sicher bei 14. Heute eh nicht mein Tag. Aber mit 12 seid ihr zufrieden? Klar. Ist okay, ich habe uns eigentlich ganz oben gesehen. Aber gut. Wir wollten es halt ein bisschen spannender machen, ohne Halb. Genau, wir wollten noch mehr zeigen, wie gut wir uns kennen. Genau. Aber ist nach hinten losgegangen. Genau, manche Fragen kriegt man halt auch nicht so mit. Ja. Ich bedanke mich trotzdem, es hat sehr viel Spaß gemacht. Uns auch. Mhm. Ja. Und danke für die neuen Ideen für neue Wölfe TV-Formate. Ja, klar, gerne. Immer wieder gerne. Danke, Janik.